So, an der nächsten Kreuzung biegen Sie dann bitte rechts ab. Bremsen, Frau Weigel! Ich bremse! Bremsen. Ich bremse! Keine 10 Minuten später sind Polizei und Rettungswagen an der Unfallstelle. Ja, es gibt dir gleich ein Schmerzmittel. Das tut mir so leid. Ja, lass nicht mehr nochmal. Das tut mir wirklich so leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das kann überhaupt gar nicht sein. Ich bin von da gekommen. Du hättest mich sehen müssen. Ich habe noch zu euch hingeguckt. Hör mir zu, ich erkläre dir das. Ich bin gefahren und ich habe dich gesehen. Dann habe ich gebremst. Ich habe auf diese Bremse gedrückt. Nein, überhaupt nicht. Du hast voll durchgezogen. Das war Absicht, ey. Ohne Scheiß, ich will Schmerzensgeld. Ich will 10.000 Euro von dir haben. Warte mal, und will ich nichts mehr von dir hören. Ich habe auf die Bremse gedrückt. Bitte glaub mir das. Aber mein Knie tut so weh. Dich mal kurz. Ich will doch niemals irgendwas tun, was... Ja, ich setz dich mal hin. Können Sie schon irgendwas sagen, oder? Ich muss ihn erstmal komplett untersuchen. Echt in Ruhe, ey. Setz dich vorsichtig hier hin. Geht das? Ihre Personalien haben wir ja. Wir werden den Unfall aufnehmen. Okay, danke. Kommen Sie. Können Sie der Kollegin noch den Unfall mal schildern? Ja? So. Ihnen ist das passiert, erzählen Sie mal. Ich habe den Fahrradfahrer gesehen und ich habe auf die Bremse gedrückt. Und das war. Der Wagen, der ist plötzlich wie von alleine gefahren. Verstehen Sie das? Ich schilder Ihnen das mal sachlich. Die ist wirklich wahr. Meine Fahrschülerin hier hat plötzlich komplett unerwartet, ist sie aufs Gas getreten. Nein. Und dann konnte ich natürlich nicht mehr reagieren und dann ist es passiert. Das stimmt nicht. Ja? Also ich kann die Aussage des Herrn Manteuffel durchaus bestätigen. Nein. Sie hat beschleunigt. Nein, nein, nein. Ich habe nicht beschleunigt. Ich bin doch nicht doof. Ich hab auf diese Bremse gedrückt und der Wagen ist aber immer schneller geworden. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber Dann, ich will keinem was unterstellen, aber dann haben Sie aufs Gas gedrückt. Das ist ja nur absurd. Ja, natürlich. Wieso soll ich das tun? Es gibt ja auch einen ganz klaren Beweis. Es gibt einen Signalton, der immer ertönt, wenn der Beifahrer auf die Pedale tritt. Ja, und der Signalton ist ja wohl nicht da gewesen, oder? Das ist absolut. Aber ich habe nicht aufs Gas gedrückt. Ich habe es nicht gemacht. Irgendjemand muss doch aufs Gas gedrückt haben. Das können wir jetzt, glaube ich, hier vor Ort sowieso nicht. Sie glauben mir doch, oder? Ich war doch nicht dabei. Glauben Sie, ich habe aufs Gas gedrückt? Ich möchte, dass Sie sich jetzt am besten erstmal beruhigen. Wir nehmen jetzt erstmal die Anzeige weiter auf und dann werden Sie sowieso alle noch mal vorgeladen, ja? Sie beruhigen sich jetzt mal ein bisschen und wir machen hier erstmal noch mal weiter. Ob Frau Weigel letztlich für den Schaden aufkommen muss, das werden die Ermittlungen ergeben. Es muss erstmal festgestellt werden, was passiert ist. Wenn sie sich wirklich den Anweisungen des Fahrlehrers widersetzt hat oder gar absichtlich Gas gegeben hat, dann wird sie natürlich in Regress zu nehmen sein. Zu Hause wartet Marions Freund Dennis schon auf sie. Hey Schatz, da bist du ja endlich. Zieh die Jacke aus. Wie war's? Oh, schön, dass du da bist. Ich freue mich so. Komm, gib her, ich nehme die ab. Warte, ich habe eine Überraschung für dich. Warte. Oh Gott, ist das schön. Du kannst mir gleich alles erzählen, okay? Warte. So einen Schritt nach vorne noch. Und Überraschung. Warte, ich habe noch eine Kleinigkeit besorgt für dich. Zur Feier des Tages. Mach auf, schnell. Was ist denn los? Freust du dich gar nicht? Weißt du, Dennis, also eigentlich gibt's gar nicht so viel Grund zur Freude, weißt du? Wieso? Was ist denn los? Dennis, ich hatte einen Unfall. Und ich habe einen Fahrradfahrer angefahren und der will mich jetzt auf Schmerzensgeld verklagen. Ja, und was ist jetzt mit dem Führerschein? Ich habe nicht bestanden, ich habe diese ganze Prüfung total verkackt und ich habe Menschen angefahren und ich muss alles nochmal neu machen. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, wir waren doch beide zusammen auch auf einem Übungsplatz und ich habe doch gesehen, dass du fahren kannst. Das ganze Geld, was ich dir gegeben habe für den Führerschein, alles für die Katz und die ganzen Überstunden, die ich gemacht habe. Ich meine, dein Job in der ambulanten Pflege kannst du auch vergessen. Meinst du, die warten, dass Madame jetzt endlich ihren scheiß Führerschein fertig hat? Willst du mich verarschen? Ich hab nicht aufs Gas gedrückt, okay? Ich hab auf diese Scheißbremse gedrückt und dann ist dieser Wagen mit mir durchgegangen. Weißt du, wie sich das für mich anhört? Wie die schlechteste Ausrede, die ich jemals gehört habe. In deiner Nervosität hast du wahrscheinlich einfach die beiden Pedalen verwechselt. Glaubst du, ich bin blöd, Dennis? Ja, genau, ey. Was machst du?
Ich bringe den Gutschein zurück ins Reisebüro, weil wir das Geld ja wahrscheinlich für deine Fahrstunden brauchen. Ich kann ja verstehen, dass Dennis enttäuscht ist. Aber ich bin noch nicht blöd, der Unfall war nicht meine Schuld. Und jetzt glaubt mir keiner, nicht mal Dennis. Zwei Tage später erfährt Marion Weigel per Post, dass das Opfer tatsächlich auf Schadenersatz klagt und dass gegen sie wegen Körperverletzung ermittelt wird. Mit einem Beratungsschein vom Amtsgericht sucht die Hartz-IV-Empfängerin Hilfe bei Anwalt Ralf Vogel. Sie haben am Telefon ja schon einiges erzählt, aber jetzt erzählen Sie mal in Ruhe, was da alles vorgefallen ist. Es ist eben so, dass der Fahrradfahrer mich jetzt auf 10.000 Euro Schadensersatz verklagen will. Und ich muss zusätzlich neue Fahrstunden nehmen, ich muss die neue Fahrprüfung bezahlen und ich kann das finanziell nicht stemmen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie sieht es denn mit Ihrer finanziellen Situation im Allgemeinen aus? Ich bekomme Hartz-IV. Und das Ding ist, also ich war halt super lange arbeitslos und habe jetzt diese Umschulung angefangen, die mir wirklich Spaß macht. Mhm. Ich will Altenpflegerin werden. Mhm. Ich mache zurzeit ein Praktikum und dieses Praktikum bietet mir die Möglichkeit, in den mobilen Pflegedienst zu gehen. Aber dafür brauche ich eben diesen Führerschein. Und wenn ich den Führerschein nicht kriege, dann kann ich den Job vergessen. Die Geschichte ist ja schon ganz schön kurios, aber deshalb sollten wir versuchen zu beweisen, dass Sie unschuldig sind, was Ihnen nicht ganz einfach sein wird. Aber ich habe kein Gas gegeben. Ich bin auf die Bremse und das schwöre ich Ihnen wirklich. Ich habe auf die Bremse gedrückt. Ich glaube Ihnen ja, Frau Weigel, nur wir müssen es halt beweisen. Das ist die Schwierigkeit. Und deshalb schlage ich vor, dass ich erstmal Akteneinsicht beantrage, in die polizeiliche Ermittlungsakte einschaue und dann vielleicht mit den Beteiligten und Zeugen spreche. Dann kommen wir vielleicht schon ein Stück weiter. Aber wie geht es denn bei Ihnen jetzt erstmal weiter mit der Prüfung? Ja, das Ding ist, ich muss jetzt halt Minimum noch mal 10 neue Fahrstunden nehmen. Ich muss die Prüfung zahlen und es ist halt noch was anderes. Und zwar, ich weiß ja, dass ich auf die Bremse gedrückt habe und dieser Wagen hat beschleunigt. Und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich vermute halt, dass der Fahrlehrer dahinter stecken könnte. Gut, das ist natürlich schon ein Vorwurf. Das heißt, das Vertrauensverhältnis von Ihnen und dem Fahrlehrer ist vollkommen zerrüttet, erschüttert. Wie soll ich dem wieder vertrauen? Dann sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, die Fahrschule zu wechseln und die Prüfung woanders abzulegen. Ja, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, keine Ahnung. Ja, ich sehe jetzt erstmal keine andere. Gut, Frau Weigel, ich melde mich bei Ihnen, sobald ich etwas weiß. Ja. Wegen der Schadensersatzforderung sollten Sie sich jetzt keine Sorgen machen. Das sehe ich erstmal nicht, denn Sie hätten dazu eine Pflichtverletzung begehen müssen, die sehe ich nicht. Aber konkret kann ich Ihnen das wirklich erst sagen, wenn ich in die Akte reingeschaut habe, ja? Ja, ich muss jetzt auch zum Praktikum, deswegen würde ich los. Aber vielen Dank schon mal. Ich bringe Sie doch zur Tür. Ja, okay, vielen, vielen Dank. Also die Geschichte ist auf den ersten Blick schon ganz schön merkwürdig. Aber meine Mandantin behauptet steif und fest, dass sie den Unfall nicht verursacht hat. Ich muss sagen, ich glaube ihr auch irgendwie. Aber das zu beweisen, das wird nicht ganz einfach. Gerade noch rechtzeitig schafft es Marion Weigel, pünktlich zu ihrer Praktikumsstelle zu kommen. Der mobile Pflegedienst will die 28-Jährige fest einstellen. Aber nur, wenn sie ihren Führerschein hat. Chefin Stefanie Langemann wartet deshalb schon gespannt auf das Ergebnis der Fahrprüfung. Na denn, Marion, dann berichten Sie mal. Erzählen Sie mal, wie war denn die Prüfung? War sie schwer? Ja, also die Prüfung, die ist ausgefallen. Der Prüfer, der ist halt ganz kurzfristig krank geworden. Wie jetzt nochmal? Wie kann das sein? Wie kann die Prüfung ausfallen? Die müssen doch noch mehr Prüfer haben. Ja, eigentlich schon, oder? Ich habe mir das auch anders vorgestellt, aber das kann ich gar nicht glauben. Mensch, ich habe mich so drauf verlassen, dass wir nach Ihrer bestandenen Prüfung Sie als vollwertige Pflegekraft einsetzen können. Und die Kollegen haben sich auch schon gefreut, dass Sie dadurch ein bisschen entlastet werden. Ja, ich weiß doch. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Ich spreche mit meinem Fahrlehrer und dann mache ich die nächste Prüfung, okay? Ach, Mensch, das ist zu dumm. Wie lange würde denn das in etwa dauern? Eine Woche vielleicht? Naja, gut, eine Woche können wir noch verschmerzen. Okay. Aber dann muss es wirklich was werden. Ja, ne? Versprochen. Denn alle warten ja da drauf. Versprochen. Ne? Ich flitze jetzt an die Arbeit, ja? Ja, also denn, bis dann. Nach der Ansage ihrer Chefin setzt Marion Weigel alles daran, ihre Fahrprüfung schnell zu wiederholen und sucht nach der Schicht Fahrlehrer Kurt Manteuffel auf. Hi. Du sag mal, ist der Herr Manteuffel da? Ja, klar, was ist los? Ja, ich muss noch mal wegen der Führerscheinprüfung mit ihm quatschen. Ja, was ich will. Danke. Kurt? Ja. Ah ja. Tag, Frau Weigel, was kann ich Ihnen Gutes tun? Ja, also Herr Manteuffel, ich muss wirklich noch mal mit Ihnen sprechen. Aha. Und zwar, Sie wissen doch, wie wichtig dieser Führerschein für meinen Job ist. Ich habe Ihnen noch meine finanzielle Lage erklärt und
Vielleicht können wir uns irgendwie einigen. Einigen? Wie ja. stellen Sie sich das denn vor? Frau Weigel, Sie haben bei der letzten Prüfung Gas- und Bremspedal verwechselt. Das heißt, Sie brauchen wenigstens noch 10 Fahrstunden, bevor wir überhaupt an die nächste Prüfung denken können. Aber ich habe die Zeit nicht und ich habe auch das Geld nicht. Also, Herr Manteuffel, wenn Sie mir keinen neuen Prüfungstermin geben, dann sehe ich mich gezwungen, die Fahrschule zu wechseln. Wissen Sie was, Frau Weigel? Das steht Ihnen natürlich frei. Ich sage Ihnen nur ein, zwei Fakten dazu. Ne? Die Vorauszahlung, die Sie an mich geleistet haben, verfällt natürlich. Und auch Ihrer neuen Fahrschule werde ich natürlich Ihren Kenntnisstand mitteilen. Das heißt, Sie werden dort mindestens 10 Stunden machen, wenn nicht sogar mehr. Ja, aber... Es muss doch eine Lösung geben. Warten Sie mal, ich guck mal. Ich erinnere mich, Sie... Genau, Sie hatten doch schon 4 Stunden bezahlt. Das war doch schon in der Vorauszahlung mit drin. Das heißt, Sie brauchen nur noch 6 Stunden. Und die Gebühr für die Fahrschulprüfung macht zusammen 328 Euro. Das werden Sie doch wohl so kurz vom Ziel zusammenbekommen. Ich habe keine 328 Euro. Dann fragen Sie halt das Amt. Die hatten Ihnen doch genau, die hatten auch schon was dazu bezahlt. Ja, aber ich meine, gibt es da denn wirklich keine andere Lösung? Frau Weigel, es gibt keine andere Lösung. Ich schaue mal, ob ich was für Sie frei habe. Sie machen also weiter. Die Woche ist natürlich alles voll. Wissen Sie was? Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich was frei habe. Ja? Wiedersehen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich habe gedacht, dass ich zumindest direkt einen neuen Prüfungstermin kriege. Aber jetzt muss ich noch neue Fahrstunden machen. Und 328 Euro, wenn das Amt nicht zahlt, dann kann ich den Führerschein knicken. Marion Weigel hat Glück und kann noch am selben Abend einen Termin beim Jobcenter ergattern. Bislang hat ihr die zuständige Sachbearbeiterin Jana Krings stets geholfen. Doch wird sie das auch diesmal tun und das Geld für weitere Fahrstunden und eine erneute Prüfung bewilligen? Was ist denn? Ja, also es geht um Folgendes. Ich habe die Fahrprüfung nicht bestanden. Es gab einen Unfall während der Prüfung und der war aber nicht mein Verschulden. Ich bräuchte jetzt noch mal eine kleine finanzielle Unterstützung von 328 Euro, weil ich eben noch mal neue Fahrstunden brauche und diese Prüfung noch mal neu machen muss. Aber mit diesen 328 Euro wäre es auch wirklich vom Tisch. Dann hätte ich den Führerschein und könnte endlich den Job anfangen. Aber Frau Weigel, Sie haben doch schon 800 Euro vom Arbeitsamt bekommen und es ist ein vorläufiger Kredit. Ich kann Ihnen keine weiteren Gelder bewilligen. Aber Frau Krings, Sie wissen genau, wie schrecklich diese Arbeitslosigkeit für mich ist. Ja, und jetzt habe ich einen Job gefunden, der mir Spaß macht. Ich will in die Altenpflege und ich will in den mobilen Pflegedienst. Und das kann ich doch ohne Führerschein nicht. Wie soll ich ohne Führerschein Auto fahren? Ja, aber wenn Sie bei der nächsten Prüfung wieder durchfallen, dann entstehen noch zusätzliche Kosten. Die kann ich auf keinen Fall bewilligen. Ich falle aber bei der nächsten Prüfung nicht durch. Verstehen Sie das? Ich bin eine gute Autofahrerin. Aber bitte glauben Sie mir doch, ich bin wirklich eine gute Autofahrerin. Und ich habe diesen Unfall nicht verschuldet. Also Sie müssen die nächste Prüfung aus Ihrer eigenen Tasche finanzieren. Und Sie müssen diese 800 Euro, wenn Sie die Prüfung nicht bestehen, auch umgehend zurückzahlen. Darauf können Sie sich schon mal einstellen. Moment, der Kredit, die 800 Euro. Aber Sie haben mir doch gesagt, dass ich den Kredit nicht sofort zurückzahlen muss. Also da sind mir leider die Hände gebunden. So ist der Deal und so ist auch der Vertrag. Und Sie müssen das Geld dann umgehend zurückzahlen. Aber woher soll ich 800 Euro nehmen? Ich habe kein Geld. Tut mir leid, ich kann nichts für Sie tun. Sie müssen Ihre Prüfung bestehen. Und ich denke mir, das schaffen Sie auch. Ich drücke Ihnen beide Daumen. Und das ist alles? Ja. Auf Wiedersehen. Ich glaube das einfach nicht, dass meine Sachbearbeiterin sich so querstellt. Ich meine, woher soll ich das Geld für die nächsten Fahrstunden nehmen und für die Prüfung? Und wenn das Amt jetzt wirklich die 800 Euro auf einen Schlag zurückhaben will, ich meine, wie stellen die sich das vor? Ich habe kein Geld. Marion Weigels Traum von einem beruflichen Neuanfang droht nun endgültig zu zerplatzen. There's a pain that sleeps inside. Am nächsten Morgen ist Marions Stimmung weiterhin auf dem Nullpunkt. Und dann ist auch ihr Freund Dennis Siebert immer noch sauer über die verpatzte Fahrprüfung. Überraschend steht jedoch plötzlich Hilfe vor der Tür. Anwalt Ralf Vogel. Guten Tag, mein Name ist Vogel, ich bin der Rechtsanwalt von Ihrer Freundin Marion Weigel. Könnte ich mal kurz mit ihr sprechen? Marion, kannst du mal kommen? Ja. Hallo, Frau Weigel. Ach, guten Tag, hallo. Schön, Sie zu sehen. Du hast hier einen Anwalt genommen? Ja. Und wann genau wolltest du mir das jetzt erzählen? Dennis, wenn du mir in den letzten Tagen mal anständig zugehört hättest, dann wüsstest du bereits, dass ich einen Anwalt habe. Tut mir leid, dass ich einfach keinen Kopf dafür hatte aufgrund der anwachsenden Schulden. Nein, du hast überhaupt nicht zugehört und du hast mich richtig schlecht behandelt. Das bringt uns ja jetzt nicht weiter. Ja, ich meine, es sollte auch in Ihrem Interesse sein, dass die Probleme Ihrer Freundin geklärt werden. Ja. Vielleicht dann halten wir uns mal ein. Hm? Ja, kommen Sie doch bitte. Hm? Also, Frau Weigel, ich habe jetzt mit dem Geschädigten gesprochen. Ja. Und der nimmt die Anzeige leider nicht zurück und der besteht auch weiterhin auf sein Schmerzensgeld.
Aber machen Sie sich da mal keine Sorgen. Damit wird er nicht durchkommen, bin mir sicher. Und auch die Versicherung wird bei Ihnen keinen Regress nehmen. Außerdem habe ich mir die Akte mal angeschaut und mir die Zeugenaussagen zu dem Fahrschulwagen durchgelesen. Und ich wollte Sie noch einmal fragen, sind Sie sich ganz sicher, ja, dass Sie kein Signal gehört haben? Da war kein Signal. Ich habe doch nicht mal aufs Gas gedrückt. Mhm. Ich habe auch noch mal darüber nachgedacht. Und ich meine, es ist doch so, dass Herr Manteuffel sich an mir eine goldene Nase verdient. Ich muss jetzt neue Fahrstunden nehmen, ich muss die Prüfung neu bezahlen. Und wenn er mich aus dem Vertrag entlässt, dann ist das ganze angezahlte Geld weg. Wieso, Entschuldigung, könnte ich den Vertrag vielleicht mal sehen? Das hört sich für mich ein bisschen merkwürdig an. Ja, selbstverständlich. Gut, danke. Außerdem hat der Manteuffel gesagt, dass er im Falle eines Fahrschulwechsels die neue Fahrschule darüber informieren muss, was für eine schlechte Fahrerin ich bin. Und ich meine, dann muss ich doch wieder neue Stunden machen. Und dann werde ich auch nicht zur Prüfung zugelassen. Das ist ein Teufelskreis. Und zu allem Überfluss will das Amt auch nichts mehr zahlen. Und wenn ich richtig Pech habe, ja, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann kann es sogar sein, dass ich den ganzen Kredit für die bisherigen Fahrstunden auf einen Schlag zurückzahlen muss. Ich habe das Geld nicht. Ja, tatsächlich, sowas steht hier in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Aber ich halte diese Klausel für unwirksam. Die hält keiner Inhaltskontrolle stand. Ich schlage es ja vor, wir sollten vielleicht einmal zu diesem Fahrlehrer, zu Ihrem Herrn Manteuffel fahren. Okay. Nicht nur wegen dem Vertrag, sondern auch, dass Sie gerade gesagt haben, dass er der neuen Fahrschule darüber berichten möchte, dass sie ungeeignet sind zu fahren. Das ist eine Frechheit und das ist unverschämt und das ist auch nicht zulässig. Und das würde ich ihm auch gerne sagen. Ich schlage vor, dass wir gleich am besten sofort dahin fahren. Ja, klar, gerne. Ja? Okay. Gut? Ja. Wir fahren dann, ja? Ja, okay. Ciao. Ciao. Ah, das ist auch gut. Machen Sie denn hier? Wir haben halt keine Stunde. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Vogel. Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Weigel und wollte gerne mit Ihnen über den Unfall sprechen. Dazu sage ich schon gar nichts mehr. Das habe ich erst der Polizei gesagt. Frau Weigel trifft die Schuld. Punkt. Moment mal. Also, Sie sind Fahrlehrer. Sie können sich ja nicht so rausreden. Sie haben zumindest Mitschuld. Sie hätten ja auch bremsen können. Nee, hätte ich nicht gekonnt, ging nicht alles viel zu schnell. Dann lassen Sie wenigstens meine Mandantin einfach jetzt eine neue Fahrprüfung machen, ohne weitere Fahrstunden. Also wissen Sie, jetzt schlägt es aber 13. Jetzt kommen hier schon die Fahrschüler an und wollen per Anwalt ihre Fahrprüfung durchdrücken. Ich sage Ihnen mal eins, Ihre Mandantin ist zum jetzigen Ausbildungsstand eine Gefahr für den öffentlichen Straßenverkehr. Ihre Meinung in Gottes Ohr, aber das täuscht nicht darüber weg, dass Sie hier unseriös handeln. Ich habe Ihren Vertrag mir mal angeschaut. Diese Klausel, die macht es ja den Fahrschülern fast unmöglich, hier ihre Fahrschule zu wechseln. Na und? Ihre Mandantin hat diesen Vertrag unterschrieben und zwar mit allen Klauseln. Ganz egal, selbst wenn sie unterschrieben hat, ist das so, dass das in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht und der in der Inhaltskontrolle nicht standhält. Und weiterhin dürfen Sie meiner Mandantin auch nicht drohen, dass Sie der zukünftigen Fahrschule berichten, dass Sie der Meinung sind, dass sie nicht Auto fahren kann. Ja, dann klagen Sie doch. Ja, wenn Sie unten einen Rechtsstreit haben wollen, können wir das gerne tun. Aber wollen wir uns nicht vielleicht gütlich einigen? Da haben wir alle Parteien mehr von. Davon halte ich gar nichts. Und ich muss jetzt auch los. Ich habe eine Fahrschülerin abzuholen. Dann machen Sie es doch aus Kulanz. Meine Mandantin hat eh kein Geld mehr, Fahrschulen zu zahlen. Und das Amt zahlt auch nicht. Tut mir leid, da führt kein Weg rein. Ich muss auch mein Geld verdienen. Ja, tschüss. Ja, und jetzt? Ich kann gar nicht verstehen, warum Ihr Fahrlehrer so aggressiv ist. Ja, vor allem, was denkt er sich? Ich wäre eine Gefahr für den Straßenverkehr. Ich weiß, dass ich Auto fahren kann und ich bin eine gute Autofahrerin. Und wenn ich darf, würde ich Ihnen das eigentlich auch ganz gerne beweisen. Ja, gerne. Ja, okay. Ich werde jetzt meinen Freund anrufen und fragen, ob ich mir sein Auto für einen Verkehrsübungsplatz ausleihen darf. Ja, und dann werde ich Herr Vogel zeigen, dass ich doch keine Gefahr für den Straßenverkehr bin. Hi. Hi, Schatz. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, kurz Frage, dauert das lange, weil eigentlich passt mir das zeitlich nicht so. Ich habe halt noch was vor. Nein, nee, Quatsch. Also ich will einfach nur kurz zeigen, dass ich wirklich in der Lage bin, Bremse und Gas auseinanderzuhalten, mehr nicht. Ich will mich einfach nur mal kurz selbst über die Fahrkenntnisse Ihrer Freundin informieren und mal mir einen Eindruck verschaffen. So einen Gesamteindruck, das halte ich für ganz wichtig. Das dauert nicht lange. Okay, ja, dann gebe ich dir schon mal einen Schlüssel. Pass dann bitte auf, du weißt, der Wagen ist geleast. Ja. Ja, okay, bis später. Ciao. So, Frau Weigel, dann mal los. Genau. Schneiden Sie sich bitte uns an, Herr Vogel. Was Sie können. Das tue ich. So, dann geht's los. Am besten, Sie fahren hier um die Pylonen rum, so in Schlangenlinien. Fahren hier erstmal rechts vorbei und dann links oder wieder rechts einfach. Immer genau. Mhm. Jetzt bin ich ja doch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber machen Sie doch alles sehr gut bisher. Ja. Genau, jetzt rechts vorbei, perfekt. Genau, jetzt wieder andere Richtung. Nur, das war ein bisschen eng. Alles gut, alles aber gut. Aber die steht noch. Jetzt mal um 180 Grad wenden. Ja. So, und dann sehen Sie ja die beiden Pylonen da. Ich weiß, es ist sehr eng, aber fahren Sie mal in der Mitte einfach durch. Okay. Wir probieren es. Ja. Und Sie stehen noch, oder? Auch perfekt, perfekt. Sehr gut. Jetzt wenden Sie noch mal am besten. Mhm. Und dann
dürfen erstmal rückwärts einparken. Und zwar hier, direkt neben meinem Fahrzeug. Huch, das ist aber gewagt. Ja, sehen Sie, dass ich Ihnen vertraue. Danke, aber ist auch nur ein Mietwagen. So. Gut, das mit dem Einparken, das ist manchmal noch ein bisschen holprig. Das ist schon klar, für Anfänger ist das schwer. Ja, da würde ich jetzt noch mal korrigieren, denn ich möchte nicht hier Auto zu Schrott fahren. Lieber einmal mehr korrigieren, als irgendwo gegenfahren. Genau. Mhm. Ja. So. Das passt. Perfekt. Perfekt, machen Motor aus, mir reicht es vollkommen. Ja, wie ist der Eindruck? Also ich bin zwar kein Fahrlehrer, aber ich würde meine Hand ins Feuer halten, dass die nicht Gas und Bremse verwechseln. Also das Problem liegt in meinen Augen ganz klar bei dem Fahrlehrer Herrn Manteuffel. Mit seinem komischen Verhalten auch kein Wunder. Ja, aber ich bin total glücklich, dass mir jetzt endlich mal jemand glaubt. Also ich schlage vor, dass ich mich in dieser Fahrschule von Herrn Manteuffel mal ein bisschen umschauen werde. Ja. Und auch ganz gerne noch mit dem Fahrprüfer persönlich spreche. Super. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, fahren wir beide zusammen ins Jobcenter und versuchen da die Sachen zu klären. Dazu können wir mein Auto nehmen. Okay, darf ich das fahren? Nein, natürlich nicht. Nachdem ich mich nun selbst von den Fahrkünsten meiner Mandantin überzeugen konnte, bin ich ganz sicher, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und ich werde herausfinden, was. Auf direktem Wege geht es für Anwalt und Mandantin zum Jobcenter. Von unterwegs hat Ralf Vogel sein Kommen bereits bei der zuständigen Sachbearbeiterin angekündigt. Marion Weigel ist furchtbar nervös. Von diesem Termin hängt es ab, ob Jana Krings ihr eine zweite Chance auf den Führerschein einräumt. In der Zwischenzeit habe ich aber mich überzeugen können davon, dass meine Landwirtin wirklich eine gute Autofahrerin ist. Ich bin mit ihr auf einem Übungsgelände gefahren und sie würde niemals ein Gas- und ein Bremspedal verwechseln. Naja, aber in so einer Fahrschulprüfung ist man ja auch ein bisschen aufgeregt. Vielleicht deshalb? Ich verstehe Ihre Bedenken. Aber es ist auch so, dass wir schon einen Verdacht haben, woran das Ganze liegt. Nur ich kann jetzt nicht jemanden beschuldigen, bevor ich nicht die Beweise auf dem Tisch liegen habe. Mhm. Es wäre auf jeden Fall ungerecht, wenn meine Mandantin jetzt ihren Job nicht bekommt, weil irgendjemand ihr einen auswischen will. Na ja, gut, wenn Sie davon so überzeugt sind und mir vielleicht auch noch ein paar Beweise vorlegen können. Ich werde Ihnen schon bald Beweise auf den Tisch legen, da bin ich mir ganz sicher. Aber es sollte doch sowieso auch im Interesse des Jobcenters sein, hier die Führerschein zu bezahlen. Denn wenn sie den Führerschein nicht hat, dann bekommt sie auch den zugesagten Job nicht. Das bedeutet, das Jobcenter zahlt weiter Leistungen, vielleicht monatelang. Das wird nachher viel teurer, als jetzt den Führerschein zu bezahlen. Das stimmt allerdings. Na gut, dann werde ich mich jetzt dran machen und die zusätzliche Kostenübernahme genehmigen. Und Sie können davon ausgehen, dass auch die bereits gezahlte Leistung nicht sofort zurückgefordert wird. Ach Quatsch, jetzt echt? Ja. Oh, Frau Krings, danke. Bitte tausend schön. Dank, wirklich. Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie mir helfen. Ja, machen Sie Ihren Führerschein und kommen Sie in Ihrem Job an. Das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank, ich bin sicher, Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen. Auf Wiedersehen, Herr Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Na, das war doch wenigstens schon mein erster Schritt. Jetzt kann Frau Weigel endlich ihre weiteren Fahrstunden bezahlen. Und ich werde mir mal ein Bild davon machen, was in dieser komischen Fahrschule läuft.